Wenn ihr einen neuen Charakter hochleveln wollt oder gerade erst mit Tarislin anfangt, dann bleibt am besten dran, denn ich habe neu angefangen. Ich habe einen neuen Main-Charakter, den Necro. Warum und wieso, erzähle ich euch gleich. Allerdings möchte ich euch heute den perfekten Start zeigen. Und zwar habe ich innerhalb von 24 Stunden einfach alles erledigt, was man erledigen kann. Ich habe auf Level 40 gelevelt, hier Stufe 92 erreicht und ich habe auch das Maximum am militärischen Rang rausgeholt. Ich kann meinen militärischen Rang derzeit nur nicht erhöhen, weil mir die kleinen Ruhmesauszeichnungen fehlen. Die erhalten wir aber automatisch mit der Zeit, indem wir einfach das Schlachtfeld regelmäßig spielen. Allerdings habe ich jeden wöchentlichen Reset von der Heldenauszeichnung mitnehmen können. Zusätzlich habe ich meinen Beruf auch aufs Maximum gepusht. Beziehungsweise auf das Maximum Notwendige, um Gold zu verdienen. Ich habe auch innerhalb der ersten 24 Stunden knapp 10.000 Gold verdient und auch diese neu reinvestiert bzw. neue Kaufaufträge gestartet, um noch mehr Geld zu verdienen. Wie ich das mache, erkläre ich allerdings einmal in einem anderen Video. Um das Ganze genau zu veranschaulichen, kann ich euch einmal dieses Bild zeigen. Hier seht ihr, dass ich einfach alles erledigt habe in dem 7-Tages-Ziel, außer die 2-Tage-Anmeldung, denn diese habe ich erst morgen, beziehungsweise habe ich jetzt, denn der Screenshot ist von gestern Abend. Mein Fokus liegt hauptsächlich auf den PvP-Inhalten. Aus diesem Grund habe ich neu angefangen, denn die Waldläuferin hat mir in dem Bereich und vor allen Dingen in der Arena gar nicht zugesagt. Das lag nicht an der Klasse, sondern an dem Spielstil, der mir einfach nicht zusagte. Daraufhin habe ich mich auch mal ein bisschen mit den Statistiken von den chinesischen Servern beschäftigt, vor allen Dingen mit den Arena-Statistiken. Dort habe ich mir einmal die populärsten Klassen in den Top 100 angeschaut. Natürlich musste auch der Spielstil zu mir passen. Der Necro gefiel mir daraufhin am besten, da ich den sowohl in der Damage-Variante und auch gut als Heiler im 3 gegen 3 nutzen kann. Denn sein Single-Target-Heal ist unübertroffen. Dies erwähnte ich ja bereits in meinem Tierlist-Video. Doch kommen wir jetzt einmal zu den hauptsächlichen Part. Als allererstes müsst ihr natürlich euren Charakter auf Level 40 bringen. Dies tut ihr, indem ihr einfach der Main Story folgt und in den entsprechenden Bereichen auch gleich alle Nebenquests miterledigt. Ignoriert dabei erstmal alle Sammelgegenstände, denn diese halten euch nur unnötig auf. Sammelt nur die ein, die direkt auf eurem Weg liegen. Sobald ihr einen Beruf erlernen könnt, solltet ihr das unbedingt tun. Sammelt zum Anfang ein paar Ressourcen, um eure Kompetenz auf 50 zu bringen. Danach könnt ihr Gegenstände herstellen. In meinem Fall habe ich Schmied gewählt. Das heißt, ich habe zum Anfang erst ein bisschen Kupfererz gesammelt und diese in grundlegende Kupferbahn umgewandelt. Seitdem mache ich nur eine Sache, und zwar seitdem stelle ich nur grundlegende Kupferbomben her. Dazu habe ich Kaufaufträge für grundlegendes Lösungsmittel dauerhaft im Auktionshaus. Die grundlegende Kupferbahn und auch den grundlegenden gelben Kristall kaufe ich direkt ein, denn diese sind nicht teuer. Zudem habe ich auch alle Elantränke genutzt, die ich auf dem Weg erhalten habe, und ich habe mir auch die Elantränke gekauft, die es in den wöchentlichen Laden gibt. Auch jetzt gerade habe ich einen Haufen Bomben zum Verkauf im Angebot. Wie ihr seht, kommt da auch noch mal einiges an Gold zusammen, denn diese verkaufen sich ohne Probleme. Solltet ihr den Code Tarisland noch nicht eingelöst haben, könnt ihr für euren neuen Account nochmal die Beta-Belohnung abholen. Dazu löst ihr einfach den Code Tarisland ein. Leider habe ich das schon auf meinen Main-Charakter, der Waldläuferin, getan und somit kann ich nicht nochmal die Belohnung erhalten. Die Belohnung erhaltet ihr auch, wenn ihr nicht an der Beta teilgenommen habt. Ich selbst habe für die Main-Story 4,5 Stunden gebraucht. Danach war mein Charakter Level 40. Das geht bestimmt auch noch schneller, aber macht euch keinen Kopf, wenn ihr 6, 7 oder vielleicht auch 8 Stunden benötigt. Genießt die Story einfach nach eurem Tempo. Angekommen auf Level 40 müsst ihr nun alle Dungeons nachholen. Der Vorteil ist jetzt, dass ihr direkt in die Elite Dungeon Version rein könnt, da ihr bereits die nötigen Gearstufen besitzt. Verschwendet allerdings nicht eure Belohnungschancen, sondern sammelt erst das Gear ein ab der Meeresvolk Dungeon. Denn hier erhaltet ihr das 90er Gear. Ob ihr eure Belohnungschance benutzt oder nicht, könnt ihr entscheiden. Entweder ihr klickt auf den Belohnungsmodus oder auf den Gemeinschaftsmodus. Dort erhaltet ihr keinen Loot, aber könnt trotzdem alle Erfolge und Quests abschließen. Ärgert euch auch nicht über schlechte Teammates.
Es ist sogar besser, sobald die lieben, gibt euch das Spiel automatisch Bots. Diese spielen alle Bossmechaniken perfekt durch und haben auch einen sehr guten DPS und heilen euch auch anständig. Von daher verzweifelt einfach nicht, sondern bleibt in den Dungeon. Sobald ihr mit allen Dungeons durch seid, solltet ihr unbedingt in die Schattenhexe sowie in den Normalmodus als auch in den Elite-Modus und danach natürlich auch noch in den Mehrfallkönig-Elite. Dafür benötigt ihr allerdings bereits Gearstufe 92. Dafür müsst ihr natürlich noch vorher ins Arkane Reich. Das Arkane Reich könnt ihr öfter betreten bzw. Belohnungen erhalten, indem ihr euch Stein des Arkanen Reichs kauft. Den Stein des Arkanen Reichs könnt ihr allerdings nur nutzen, wenn ihr auch Mitglied der Abenteuervereinigung seid. Das heißt im Prinzip, wenn ihr euch Premium für diesen Charakter geholt habt. Dieser kostet monatlich 5,49 €. Ich kann es allerdings nur empfehlen. Hier seht ihr mal die Übersicht aller Vorteile, die ich innerhalb von 24 Stunden erhalten habe. Danach müsst ihr nur noch 10-mal in die Arena und 10-mal aufs Schlachtfeld, um die maximale Anzahl an Heldenauszeichnungen zu erhalten. Allerdings ist das eine Weekly, das heißt, solltet ihr nicht kurz vor dem Weekly Reset sein, der übrigens immer freitags ist, könnt ihr euch damit etwas Zeit lassen. Ganz wichtig ist zu sagen, ihr müsst das nicht in den ersten 24 Stunden bzw. in einem Tag erledigen. Man kann es tun. Allerdings habe ich es damit auch ein bisschen übertrieben. Ich hoffe natürlich, dass ihr eure perfekte Klasse schon längst gefunden habt und dieses Video gar nicht benötigt. Falls ich allerdings doch damit eine Hilfe war und ihr auch weiterhin kein Video verpassen wollt, denkt daran bitte, meinen Kanal zu abonnieren und helft mir zusätzlich dabei, die 1000 Abonnenten bis Ende des Sommers zu erreichen. Ich bin Nietzsche und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele und MMOs. And don't forget, we are the Shadow.